die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, hier und heute im historischen Tübinger Rathaus, nicht baufällig, aber doch renovierungsbedürftig, den Land baden-württembergische Erinnerungsorte präsentieren kann. Ich danke Ihnen, Herr Oberbürgermeister Palmer, für die freundliche Begrüßung. Und danken möchte ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des hiesigen Rathauses und der Landeszentrale für politische Bildung, die die Veranstaltung hier und heute möglich gemacht haben. Ihnen allen danke ich für Ihr Interesse und Ihr Kommen. Baden-Württembergische Erinnerungsorte. Eine einmalige Publikation. Ich sage es ohne Übertreibung, so ein dickes Ding haben wir noch nie gemacht. Ein ziemlicher Kadenzmann, 616 Seiten, über 500 Bilder, 51 beschriebene Erinnerungsorte, Menschen, Ereignisse, historische Stätten. Die ganze Vielfalt der Geschichte des Landes Baden-Württemberg und seiner Vorläufer. Das Autorenverzeichnis, sehen Sie es an, liest sich wie ein Who is Who der politisch-historischen Landeskunde. Es ist uns eine große Freude, dass es gelungen ist, die Universitäten und Hochschulen, also die exzellenten und auch weniger exzellenten, die Archive und wissenschaftlichen Institute des Landes, die Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, das Haus der Geschichte Baden-Württemberg sowie Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen als Autoren in einem Band zu vereinen. Wir haben auch, das ist in der politischen Bildung eher selten, einen Sponsor für den Druck des Bandes gewinnen können. Das war die Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V. und Stuttgart Financial, den ich dafür herzlich danke. Ich danke auch den Herausgebern des Bandes, einer der heute hier gewesen ist, aber leider gestern erkrankt und hat absagen müssen. Dr. Reinhold Weber, das jüngste Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. Professor Dr. Hans-Georg Behling in Tübingen, wie ich vermuten darf, kein Unbekannter und ich sage schon fast eine Legende, nicht mehr ein Mythos der politisch-historischen Landeskunde. Die FAZ hat ihn vor ein paar Wochen oder Monaten ersäuft, das als den altgedienten Landeserklärer bezeichnet und das passt auch sehr gut zu ihm. Dritter Herausgeber ist Professor Dr. Peter Steinbach von der Uni Mannheim, der auch beruflich in Berlin Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist. An den Namen Behling und Weber, Weber ist auch Lehrbeauftragter hier an der Universität, können Sie erkennen, dass es sich bei unserem Band im Grunde genommen um ein Tübinger Produkt handelt. Die beiden sind der hiesigen, jetzt Exzellenzuniversität, aufs engste verbunden und sie verfügen auch über das notwendige Netzwerk, früher haben wir Vitamin B dazu gesagt, um namhafte Autorinnen und Autoren zu gewinnen. Auch inhaltlich kommt Tübingen in dem Band nicht zu kurz, was könnte noch mehr sein, da haben Sie sicherlich recht. Das Stift, die Universität und das Kloster Liebenhausen nehmen jeweils mehrere Seiten ein und ansonsten, das habe ich aber auch noch aus dem Stichwortverzeichnis, kommt Tübingen noch an 15 weiteren Stellen im Buch vor. Ich danke den Autorinnen und Autoren hier aus der Stadt. Und ich weiß nicht, ich habe gehört, dass einige anwesend sind. Ich kenne sie wahrscheinlich nicht. Aber das Dankeschön möchte ich gerne an Sie weitergeben. Wir können es leider nicht verschenken, das haben Sie auch gerade gehört. Es wäre ein bisschen zu hoch, sind, wenn Sie mir dauernd bieten, weil ein Sonderpreis von 15 Euro das ist ein Nachlass von über den 4,50. Also das, was ich von der Hand gerade noch so mittragen kann. Wir haben 3 Jahre gebraucht, um den Band von der Konzeption bis zur Veröffentlichung zu stemmen. Grund ist natürlich auch dieses Jahr ein besonderer. Unser Land feiert 60. Geburtstag und daran beteiligen wir uns gern. 60 Jahre Baden-Württemberg ist dieses Jahr unser inhaltlicher Schwerpunkt und auch in der Publikation der Landeszentrale schlägt sich dies wieder. Weil unser Land, das ist sicherlich fehlerfrei ist, wie andere Länder auch, in vielerlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt hat. Wirtschaftlich, wissenschaftlich, technologisch, gesellschaftlich. Und dass sich nirgendwo in Deutschland mehr Menschen ehrenamtlich und bürgerschaftlich engagieren, ist für mich der deutlichste Beleg dafür, dass sich die Menschen in diesem Land identifizieren. Allen bisweilen durchdringenden Differenzen zwischen den Adlern und den Schwarzen.
Das, was die Menschen im Land verbindet, ist längst stärker geworden als das, was sie einmal getrennt hat. Ministerpräsident Winfried Kretschmann schreibt in seinem Geleitwort zum Jubiläumsband: Von Wertheim bis an den Bodensee, von Kehl bis Ulm, von der napoleonischen Ära bis in die jüngste Vergangenheit schickt das Buch den Leser auf eine spannende Erinnerungsreise. Illustriert in zahlreichen Bildern erfährt der Leser auf besondere Weise, was das Land bereits alles erlebt hat. Zitat Ende. Wir feiern in die Zukunft rein, so heißt das Motto unseres diesjährigen Jubiläums. Wir finden, dass dazu auch ein Band zur Geschichte des Landes gut passen kann. Es ist wie beim Autofahren und vielleicht auch wie im richtigen Leben. Ein gelegentlicher Blick in den Rückspiegel hilft dabei, besser vorwärts zu kommen. Denn Geschichte ist ja auch die Vergangenheit der Zukunft und viele Erinnerungsorte sind historische Symbole dafür, was sich später einmal ereignet. Der Widerstand gegen den Bau eines Kernkraftwerks in Wehl des späteren vorgezogenen Atomausstiegs. Der Demokratenbuckel in Asberg, schon erwähnt, hat Ihren Vater übrigens auch einmal kennenlernen dürfen, wenn ich das eigentlich war. War es nett? Das war lange, lange her. Ich war noch ein ziemlich junger Mann, volljährig zwar schon bei einer Veranstaltung in Mühlacher, die sogar 5 Mark Eintritt gekostet hat. Ja. Das würden wir bei einem anderen Politiker wahrscheinlich nicht machen. Aber ich kann es nicht alles zitieren. Was in der Rede gesagt worden ist, weil die war schon ganz kräftig. Aber sehr, sehr unterhaltsam. Und der Buckel in Aschberg wird ja nicht umsonst Demokratenbuckel genannt. Wir beschreiben aber auch viele Orte der Badischen Revolution von 1848, in denen sie nur diese Beispiele alles Sinnbilder Vorboten der Demokratie, die wir heute haben, der Tatsache und auch des Glücks, dass wir in Frieden und Freiheit zusammenleben können. Einen kleinen Warnhinweis muss ich auch noch loswerden. Unser Band ist nicht nur überaus inhaltsschwer, sondern er hat auch sonst Gewicht. Falls Sie ihn erwerben sollten, passen Sie auf, dass er Ihnen nicht auf die Füße fällt, auch nachher, wenn Sie ihn angucken möchten. Er hat nämlich ein physisches Gewicht von 2,8 Kilogramm und damit durchaus Knochenbrecherpotenzial. Die Stuttgarter Zeitung hat deshalb in ihrer Besprechung des Bandes nicht ganz zu Unrecht empfohlen, ihn auf einer stabilen Grundlage zu lesen. Und als Reiselektüre, wie die FAZ gerade ein bisschen nominiert hat, ist er natürlich auch nicht konzipiert, sondern ist eher was für den gewöhnlichen Wohnzimmerabend. Die 2,8 Kilogramm aber hat unsere Nachbarlandeszentrale in Rheinland-Pfalz inzwischen um Längen geschlagen. Sie kommt jetzt mit einem zweibändigen Werk zur rheinland-pfälzischen Landesgeschichte, der das insgesamt 4 Kilogramm hat und soweit ich weiß, ist noch ein dritter Band angekündigt. Wir haben nicht vor, diesen Rekord zu schlagen. Dafür wird Baden-Württemberg aber künftig möglicherweise Rekorde beim Thema Bürgerbeteiligung aufstellen. Wie es geht, erfahren wir jetzt von Frau Staatsrätin Herder. So liegt der Typ in der Stadtplan, das heißt, meine Rede ist zu Ende. Herzlichen Dank. Boris Palmer, lieber Herr Frick, Exzellenz,